Das machen wir nochmal. 5. So, dann haben wir 4 Reihen höher. Das heißt, der wird fast doppelt so groß. Müsste eigentlich einen deutlichen Unterschied machen. Was wir jetzt noch brauchen, sind viele Reactor Casings. Bam. Und das sollte eigentlich genügen, um den Reaktor größer zu machen. Signifikant größer zu machen. Okay, gehen wir erstmal hier wieder auf Single. Und dann wollen wir das Ding mal auseinandernehmen, nicht wahr? Zuerst müssen wir hier ein bisschen den Boden kaputt machen. Und hier mal in den Hover-Modus gehen. Na, was eine ganz furchtbare Idee war. So, gehen wir aus dem Hover-Modus raus, dann kommen wir auch ran. So, wunderbar. Okay, da hört der Reaktor noch nicht auf, wie es scheint. Nee, da hört er noch nicht auf. Er hört erst an den Seitenwänden auf. Okay, gut. Ich glaube, ich habe sogar deutlich mehr Reactor-Blocks hergestellt, als wir brauchen. Also diese Reactor-Casing habe ich, glaube ich, mehr hergestellt, als wir brauchen. Aber das werden wir sehen. Das ist auch alles nicht so dramatisch. Wir machen erstmal auf Vorrat. Und dann wollen wir sehen, wie viel der Reaktor erstellen kann, weil wir brauchen wirklich alle Energie der Welt. Das ist, ich glaube, einen so großen Reaktor habe ich dann tatsächlich noch nicht gebaut. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier abbaue. Auf jeden Fall bauen wir hier das hier ab. So, und da wird jetzt natürlich das Redstone runtergeflossen kommen. Das ist ganz natürlich, das lässt sich jetzt nicht wirklich vermeiden. Ich hätte... Na gut, ich hätte jetzt das Redstone von oben erst einmal wieder rausholen können, aber fand ich jetzt nicht wirklich nötig. Fand ich jetzt nicht wirklich, dass das nötig ist. So, 1, 2, 3, 4. Und... 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Jetzt muss ich in die Mitte. Ah. Ah. 1, 2, 3 und 4. Und jetzt fehlt noch eine Ecke, glaube ich. Nur noch eine Ecke. 1, 2. Nein, das war die falsche Ecke. 1 und 2. So. Zum Glück habe ich hier kein Jellic Cryothium. Sonst würde ich hier sterben, und zwar elendig. Wo ist denn jetzt das letzte? Muss doch hier noch irgendwo drin sein. Da. Und da ist die letzte Ecke. So. 1, 2, 3, 4. Gut. Jetzt können wir erst einmal diese Sauerei hier beheben, indem wir da einen Boden einsetzen. So. Gucken wir mal dahin und dahin und dahin. Vielleicht sollte ich erstmal die Wände runterziehen. Das ist, glaube ich, eher ein Vorbeugnis gegen eine Sauerei. So. Und dann ziehen wir hier einfach die ganzen Wände runter. Sehr schön. Natürlich wäre jetzt ein besseres Jetpack auch super, weil man dann nicht mehr absinken würde, wenn man im Hover-Modus ist. Also im Schwebemodus sozusagen. Die schlechten Jetpacks oder die schlechteren Jetpacks haben noch die Angewohnheit, dass man immer noch absinkt, wenn man im Hover-Modus ist. Wenn auch langsamer, aber es ist natürlich trotzdem sehr nervig. Normalerweise sollte man im Hover-Modus stehen bleiben und gar nicht mehr runterfallen. So. Machen wir fix so. Und so. Ich hoffe ja, dass das funktioniert, dass ich jetzt nicht irgendwo einen Block falsch platziert habe. Kann natürlich auch immer passieren, dass man irgendwo was falsch platziert hat und dann zwischen den Yellorium Fuel Rods irgendwo ein Reactor Casing stecken hat. Kann natürlich passieren. Wollen wir nicht. So, das ist der Boden. Das ist richtig. Das ist korrekt. So, dann gehen wir hier runter. Und da lang. Und da lang. So. Und jetzt müssen wir hier noch die letzte zumachen. Und dann müsste sich eigentlich die Multiblock-Struktur wieder öffnen. Wieder formen. Hat jetzt aber nicht funktioniert. Könnte durchaus daran liegen, dass ich irgendwo einen Block falsch platziert habe. Um das herauszufinden, sollten wir auf jeden Fall ein paar Buckets besorgen und oben das Redstone abzapfen. Das wäre wahrscheinlich die einfachste Methode, um überall nachzugucken. Ansonsten werde ich die ganze Zeit unter Wasser sein praktisch oder unter Redstone. Und das ist nicht sonderlich leicht, dann herauszufinden, wo ich überhaupt hin muss.
So, also bauen wir das ab. Und das. Und das. Und das. Na komm schon. So, den machen wir auch noch weg. So, einmal leeren, zweimal leeren, dreimal leeren und viermal leeren. So, jetzt gucken wir mal. Oh, da ist ja noch ein Loch im Boden. Ja, also so kann sich die Struktur natürlich nicht formen, wenn da noch ein Loch im Boden ist. Das sind so die Sachen, die wären vielleicht von hier aufgefallen, wenn ich gemerkt hätte, hey, da läuft ja noch Redstone durch. So. Okay, das ist jetzt der erste offensichtliche Fehler, den wir hatten. Jetzt gucken wir mal, ob sich das jetzt schon formt. Ja, das war der einzige Fehler. Gut. Dann können wir das jetzt nochmal abbauen und das Redstone wieder reingeben. So, auf die paar Blöcke, die wir... Was sollte das denn jetzt hier? Hallo? Wie ist denn das passiert? So, also ich meine, auf die paar Blöcke da, das ist jetzt nicht so dramatisch, die da jetzt da reingefallen sind, darauf können wir tatsächlich verzichten, da jetzt hinterher zu springen und hier oben die ganze Verkabelung wieder kaputt zu machen, nur um dieses eine Reactor Casing zu holen. Das ist nicht wirklich wert. Deshalb lassen wir die da reinfallen. Und dahin. So, wunderbar. Hat sich gebildet, die Multiblock-Struktur. Und jetzt gucken wir mal, was der herstellen kann. Bam. So, der erstellt jetzt... Na, 8000? 9000? Kommen wir noch auf 9000? Fast. Der kann knappe 9 Kilo Redstone-Flux pro Tick erstellen. Knappe 9000. Wir behaupten einfach mal, er kann 9000. So, Deactivate Reactor. Jetzt gehen wir hier wieder rauf. Input Toggle Reactor on off, set from signal. Ja, das ist eigentlich richtig. Und der hier läuft auch. Okay, dann müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass unsere Capacitor Bank jetzt wieder voll ist und der Reaktor deshalb nicht angeht. Richtig? Ja, richtig. Aber eigentlich müsste der Reaktor selber, hat ja auch keinen Buffer mehr. Aber gut, das ist jetzt egal. Das scheint trotzdem seine Richtigkeit zu haben. In Ordnung. Dann haben wir den jetzt deutlich vergrößert. Was wir jetzt brauchen, sind ungefähr anderthalb Stacks von den besseren Energy Conduits. So. Und übrigens, unsere Capacitor Bank akzeptiert 11.000 Redstone Flux pro Tick und der erstellt gute 9.000. Von daher können wir den Reaktor auf volle Pulle laufen lassen. Die Ender Energy Conduits, die übertragen 20.000. Das ist gut. Ein Magic Energy Converter, ist ja toll. Vibrant Alloys. Also, wir brauchen mehr Energetic Alloys und dann Ender Pearls. Ganz schön teurer Scheiß. 3.000 kosten die. Energetic Alloys haben... Na gut, egal. Also, wir brauchen eigentlich alles Gold, was wir haben. Ganzen Stack, würde ich sagen. Dann einen ganzen Stack Redstone und dann einen ganzen Stack Glowstone, den wir nicht haben. So, aber wir wissen ja, wir bekommen ja 8 raus. Wir würden davon ganz gerne 10 herstellen von mir aus. 10, da brauche ich ja nur 30. 30, das bedeutet aber, ich muss das... Moment, wir hätten gerne 10. Dann bekomme ich 80 Ender Energy Conduits. 10, das heißt, ich brauche wirklich nur 30 Alloys. Wir machen 33, dann geht das Rezept auf. So. Und dann stellen wir mal diese... Oder warte mal. Warte mal. Kann das der Arc Furnace? Wo ist er denn? Arc Furnace. Ja, mit Energetic Alloys. Kann der. Gut, dann benutzen wir doch unseren Arc Furnace. Sehr schön. Das Problem, warum der das letzte Mal nicht konnte, war, dass es 2 Ingots waren. Aber hier sind es ja keine Ingots. So, hier ist es ja schon Dust. Oh, Moment. Machen wir doch mal so, oder? Jawohl. So gefällt mir das besser. So wird es fix gemacht. Der macht jetzt 9 gleichzeitig. 9, weil der Reaktor nicht mehr übertragen kann. So ein Quatsch. Ja, doch, kann er wirklich nicht. Na schön, ist egal. Das kommt alles noch, sobald wir bessere Energy Conduits haben. Weil jetzt liegt es tatsächlich an den Energy Conduits. Der Reaktor kann mehr übertragen und die Capacitor Bank kann mehr ausgeben. Was wir jetzt für ein Problem haben, ist tatsächlich, dass die Energy Conduits nicht mehr übertragen können. Das ist jetzt das Problem. Wir brauchen bessere Energy Conduits, ansonsten funktioniert das nicht. Das heißt, wir brauchen auch ungefähr 30 Ender Pearls. Wo haben wir denn Enderium Ingot hier? Habe ich scheinbar schon mal vorbereitet. Also wir brauchen ungefähr 30 Ender Pearls.
ist ein Stack von 16. Das heißt, wir machen zwei Stacks hiervon. Gucken wir mal, ob das reicht. Ender sind 27. Das reicht tatsächlich noch nicht. Dann brauchen wir hier noch ein bisschen Lapis, um noch mehr Enderpearls herzustellen. Mann, ey, das ist ja... Ich weiß nicht, ob 6 jetzt richtig war. Ich habe geraten. Genau 33, das glaube ich ja jetzt nicht. Okay, das ist in Ordnung. Dann gucken wir mal nach unseren Energetic Alloys. Da haben wir unsere 33. Und die können wir doch bestimmt auch im Arc Furnace herstellen. Jawohl! Nein, Martha, das war Alloy Furnace. Da ist der Arc Furnace mit Enderpearl Powder. Okay. Gut, machen wir. Machen wir, weil sich das wenigstens stapeln lässt. Genau, das lässt sich mit mehr als 16 stapeln, weil die Enderpearls aus irgendeinem Grund haben ja den Stack-Limit bei 16, hat das Enderpearl-Powder nicht. Von daher nehme ich diesen zweiten Schritt gerne in Kauf, um hier alles mit einmal reinzutun. Das ist in Ordnung, damit kann ich völlig leben. Vielleicht machen wir das in Zukunft immer so. Die Segment hat ja kein... Oh, guck mal, wir haben 41 bekommen. Dank dem Flint kann ich das wieder in Enderpearls zurückmachen. Ist das ein Exploit? Oh nein, ich brauche 9 für eine Enderpearl. Was? Wie ist das denn möglich? Na gut, egal. Vielleicht habe ich damit sogar ein paar verschwendet. Nee, ich habe... Doch, ich habe, glaube ich, ziemlich viele verschwendet sogar. Eine Fresse. Okay. Machen wir so. Ich denke mal, wir werden in Zukunft tatsächlich nur noch den Arc Furnace für die Alloys benutzen, weil es noch schneller geht. Noch fixer geht. Und wenn der erst einmal... Ja, guck mal, wie schnell das geht. Und wie cool es aussieht. Ich kann einfach keine andere Maschine benutzen, weil die so cool ist. Also, wir werden einfach mal dabei bleiben. Und in Zukunft vielleicht nur noch den benutzen. Mal gucken. So, dann brauchen wir jetzt Ender Energy Conduits. Bam. 24. Und da fehlt es uns an Conduit Binder. Gucken wir mal. Wir haben tatsächlich keine mehr, aber die haben wir, glaube ich, auch gelernt. Jawohl. Das ist nicht das Problem. Daran soll es jetzt nicht hapern. Dann wird der hier noch mal ein letztes Mal auf Furnace umgestellt und dann bleibt er hoffentlich endlich mal so stehen. Und wir bauen hier munter unsere Ender Energy Conduits. Cool. Das war jetzt tatsächlich einfacher, als ich gedacht hätte. Und hat bei weitem nicht so lange gedauert. Dann kann ich das jetzt hier in Ruhe austauschen. Und da sind doch schon alle da. Sehr schön. Dann kann ich das jetzt tatsächlich hier in aller Seelenruhe austauschen. Der Reaktor ist ausgegangen, weil... Keine Ahnung warum. Ach nein, er ist noch nicht angegangen. Er ist noch nicht angegangen, weil die Capacitor Bank immer noch mehr als die Hälfte hat. Wir warten mal ab, was passiert, wenn der unter die Hälfte geht. Dann müsste eigentlich der Reaktor angehen. Oder erst, wenn der Power Monitor auf die Hälfte ist. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Trotzdem, egal, wir tauschen die jetzt aus hier. Bam! Und da geht er plötzlich an. Weil er keine Verbindung mehr zum eigentlichen Netz hat. So. Sehr schön. Das ist jetzt eigentlich wieder eine sehr schöne Aufgabe, möchte ich meinen. Vor allem finde ich auch, ist es viel schöner als vorher. Die anderen Energy Conduits, okay, die sind in Ordnung, ne, ja, kann man mit leben. Aber diese Ender Energy Conduits... Holy shit, die sind echt schick. Vor allem, weil ich die, glaube ich, noch nie gebaut habe. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir zuletzt in den Serien, also auch in Pesti Inc., einfach nicht so viel Strom gebraucht haben. Bin ich ziemlich der festen Überzeugung. Ich glaube, ich habe die noch nie gebaut und noch nie verlegt. Bam. So, jetzt müsste der Reaktor eigentlich wieder ausgegangen sein. Jawohl, weil die Capacitor Bank mehr als 50% hat. Das müsste sich eigentlich... Eigentlich müsste sich das jetzt schon ändern, weil die Ender Energy Conduits ja mehr übertragen können. Aber gut, ich will mich damit jetzt nicht selber verwirren. Wir lassen das System einfach mal so weiterarbeiten. Das wird schon seine Richtigkeit haben. Ich habe das ja alles eingestellt und lange darüber nachgedacht. Und dementsprechend muss ich jetzt einfach mal ein bisschen Vertrauen in mein eigenes Können haben und sagen, jawohl, das, was ich gemacht habe, war richtig. Und es wird so funktionieren. Und da haben wir einen Enhanced Energy Conduit zu viel. Das brauchen wir nicht mehr.